Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Genau, aber da wir den Greifen schon gefunden haben, können wir nicht mehr, also ist das mit Mislav quasi weg. Wobei, ich könnte mal versuchen, ob wir ihn noch finden. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Wenn wir in den Wald gehen, da sind die Spuren. Ich guck mal, ob wir Mislav noch finden, wenn wir im Wald nach ihm suchen. Aber ich glaube fast, dass der einfach weg ist. Ich finde das nämlich auch jedes Mal irritierend, dass seine... Ah, nee, da ist er. Ha, cool. Da ist er. Komm. Hallöchen. Aber ich kann nicht mehr mit ihm reden. Nein, aber das wäre er gewesen. Hallöchen. Der müsste auch hier hinten irgendwo seine Hütte haben, die lustigerweise nicht auf der Karte ist. Da ist sie. Doch, die ist auf der Karte. Okay. Doch, da ist sie. Das ist seine Hütte. Genau, und wenn wir jetzt das noch hätten machen müssen, was wir nicht mehr müssen, weil ich das Nest schon vorher leider gefunden habe, könnten wir jetzt hier klopfen, würden feststellen, dass er nicht da ist, würden ihm dahin folgen, würden dann mit ihm... Ja. Schade. Aber das ist er. Das ist Mislav. Guten Tag. Nun ja, wie gesagt, der erzählt uns nur so ein bisschen was von sich. Wir müssen mit ihm ein paar Wildhunde kalt machen. Das war's aber auch. Ist nicht so tragisch und würde ich auch jetzt nicht als genau, hier gehen wir mit ihm hin, den finden wir, dann sind hier hinten irgendwo die Wildhunde. Würde ich jetzt aber auch nicht als Abbruch von 100% oder sowas sehen, wenn man das, wenn man darauf aus ist in dem Spiel. Also ist nicht so schlimm. Genau, hier geht's dann hoch zum Nest des Greifen, wo wir schon durch Zufall reingestolpert sind. Und dann können wir hier noch ein bisschen... Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Noch ein bisschen was untersuchen. Ja, langsames Sterben. Sie haben dem Bram ja erzählt, was Greifen mit ihrer Beute machen. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Ja, nur, warum mehrmals losziehen, wenn man sich da Vorräte anlegen kann? Was haben wir denn hier? Was hat der? Oh, Spaltbolzen und seine kaiserliche Majestät M. Hier war Emreis. Das ist eigentlich ganz spannend. Okay. M. Hier war Emreis herrscht, um sein Reich auszudehnen. Seine strategische Brillanz dient nur einer Vision, die Welt zu erobern, obwohl er selbst mit Recht nicht von Eroberung, sondern von Errettung spricht. Ja, der Kaiser von Nilfgaard steckt die Welt mit dem Feuer der Zivilisation in Brand. Nachdem er über die warmen Leichen der Thronräuber seines Vaters gestiegen war, nahm der Kaiser die Krone und begann sich die nördlichen Reiche einzuverleiben. Der Norden wurde von Terror heimgesucht. Lediglich die Schlacht von Brenna verlangsamte den siegreichen Vormarsch der kaiserlichen Armee. Dann wurde ein vorübergehender Friede ausgehandelt, obwohl keiner diesem Trugbild Glauben schenkte. Emhirs Ziel, den gesamten Norden zu einem Vasallen Nilfgaards zu machen, blieb unverändert bestehen. Emhir nutzte den Deckmantel des Friedens, um seine politischen Tätigkeiten zu intensivieren. Nun ist das Ergebnis für alle sichtbar. In den Reichen der Nordlinge herrscht Chaos und Unordnung. Sie stehen aufgrund ihrer internen Streitigkeiten und des Verrats am Rande des Zusammenbruchs. Nur eine starke Hand kann dieses Chaos beseitigen. Nur ein weiser Herrscher kann den Blinden eine Vision schenken. Nur Emreis kann den Norden retten. Aus diesem Grund haben unsere Armeen die Yaruga überquert. Zum dritten und letzten Mal. Ach ja, diese Glorifizierung, die Nilfgaard sich selber angedeihen lässt. Ich wünschte, ich wäre so selbstbewusst. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Ein bisschen die Kronen looten und dann das Nest untersuchen und jetzt den Greifen untersuchen. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tja, wenn jemand mein Weibchen abmurksen würde, wäre ich wahrscheinlich auch unleidig. Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief.
Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Schon ein bisschen älter, der gute Greifen Greif. Finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Mhm, alles klar. Dann Art bestimmen. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Alles klar, dann... Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Ja, genau. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Klar. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Die haben sein Mädchen gekillt. Das ist auch nicht nett. Ich weiß nicht, manchmal fühle ich mit gewissen Monstern in Witcher 3 fühle ich dann doch mehr mit, als ich wahrscheinlich sollte. Einfach, weil ich sie cool finde. So, wir haben Level Up gemacht. Das heißt, wir können den Spaß hier machen. Gehen zur zerstörten Brücke und reisen zur Mühle und kümmern uns um den Spaß hier oben noch und gehen dann zu Wesemir. Machen dann den Greifen kalt und können Weißgarten dann auch schon verlassen und nach Velen weiterreisen. Aber vorher gibt es noch ein, zwei Dinge zu tun und die werden wir auch tun. So, zerstörte Brücke, auf zur Mühle. So, genau, da geht's lang. Wir werden das hier brauchen. So, auf geht's. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck Donner. Ziehe schon mal mein Silberschwert. Dann machen wir nämlich zuerst hier vorne diesen Ort der Macht. Und das Medaillon vibriert. Die Wiefernschulen aus Das muss ein Ort der Macht sein. Und hier, genau. Hi. Bei Erscheinungen braucht man das übrigens nicht zu machen mit dem Irdenzeichen. Deswegen kämpfe ich da immer gerne mit dem Quentzeichen. Die haben nämlich die unangenehme Angewohnheit, auf einmal hinter einem aufzutauchen. Und auch diese Erscheinung haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Erstmal holen wir uns den Bonus und den Fertigkeitspunkt. Dann haben wir hier wieder eine Tür zum Einarden. Ich aktiviere Gwen nochmal, ziehe mein Schwert. Und wer ist denn da? Die kam nicht dazu, mir viel zu tun. So, dann trinke ich nochmal kurz ein Schlückchen Katze. Meditiere kurz. Ja, hätte ich erst machen sollen. Erst meditieren, dann Katze trinken. Aber unsere Tränke waren relativ aufgebraucht, deswegen wollte ich mal kurz meditieren. Und suchen hier unten kurz ab, was wir hier so haben. Genau, da haben wir es. Kavalierhandschuhe. Brief des Hexers Kolbrim von der Wipernschule und Schema für legendäres Wipern-Silberschwert. Den Brief von Kolbrim lesen wir. An Ivar Bösaug, Rektor der Wipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, für mich heißt das Schemata, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Und dabei fanden sie eins der Schemata und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine timäische Recht berufen, einen Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festen noch vor diesem Brief. Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Kolgrim. Er hat es wohl nicht zurückgeschafft, sonst hätten wir ihn hier nicht gefunden. Das Navigale lange Schwert lassen wir da. Das lassen wir auch alles da. Na, und dann haben wir das geschafft. Ich nehme kurz ein Schlückchen weißer Honig aus dem Inventar, um mir den Trank aus den Gedärmen zu spülen. Genau dafür ist der nämlich da. Und dann haben wir auch das. Genau, da wäre noch diese Fingerabdrücke gewesen. Seltsam. Das ist quasi der Hinweis, dass da unten was ist. Also, wir werden später bei den anderen Hexerschulausrüstungen auch noch merken, da sind immer irgendwie so kleine Hinweise an den Eingängen zu den Verstecken dieser Ausrüstungen deponiert.
werde ich euch dann alles zeigen. Jetzt machen wir die restlichen 3 Fragezeichen noch und gehen dann zu Wesemir. Vorher werde ich nochmal beim Quartiermeister der Nilfgaarder vorbeigucken, ein paar Sachen verkaufen, vielleicht die Schwerter bauen, die wir gerade gefunden haben. Hier haben wir noch ein Monsternest. Magie. Das werden wohl Nekrophagen sein, auch wenn da gerade keine sind. Und ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Da sind sie. Ich wusste, dass es Nekrophagen sind. Nicht vergessen, wir haben ja gerade unseren geskillt, dass wir weniger Schaden kriegen, je nachdem, welches Öl wir aufgetragen haben, also um welche Monster es sich handelt. Das hat immer schön das richtige Öl auf der Klinge haben. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Und die Ghule und das Ghoulnest kaputt machen. Dann kurz meditieren, um zu gucken. Genau, da ist nämlich wieder noch einer. Wäre schön, wenn du aufstehen würdest, Geralt. Danke. Dann machen wir den auch noch weg. Dann kriegen wir nämlich die vollen Erfahrungspunkte für das Nest. Dann nicht vergessen, das Nest zu looten. Da war eine überlegene Glyphe drin. Ja, aber Irden... Na. Irden benutze ich eigentlich nur für die Geister tatsächlich. Dann looten wir schön die Monsterchens ab. Holen uns den Ort der Macht. Und dann geht's auch schon direkt weiter zum nächsten Fragezeichen, welches dann nur noch das hier ist. Und dann seht ihr, kommen wir schön hier nochmal zur Nilfgaardischen Garnison. Das machen wir dann auch. Dann gehe ich nochmal zu dem Dingsbums und dann reisen wir zurück zur Klagebrücke, zur Taverne und quatschen eine Runde mit Wesemir über den Greifen. Achso, questtechnisch, genau, müsste ich auch die alle haben. Die Wölfe ignoriere ich jetzt, da rolle ich mich mal schnell durch. Schnell ins Wasser, dann kommen die Wölfe nicht mehr hinterher, weil ich habe jetzt keinen Bock. Und ab dafür. Und das hier hinten müsste eine Kriegsbeute sein. Genau, da müssen wir, glaube ich, ein Stück unter Wasser tauchen für. Schön die Hexersender benutzen. Na komm, Geralt, schwimm! Genau, da haben wir es dann auch schon. Dann haben wir das Fragezeichen auch noch. Dann auf zum Lager der Nilfgaarder, zum Quartiermeister. Zeug verkaufen, Sachen schmieden, Rüstung reparieren. Und dann auf zu Wesemir. Da sind immer noch die Kollegen, die Liegestützen machen müssen. Die machen hier nichts als Liegestützen. Die armen Kerle, die müssen Oberarm-Muckis haben. Das spottet wahrscheinlich jeder Beschreibung. So. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und da hinten ist unser Freund, der Quartiermeister. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Willst du spionieren oder feilschen? Ich will spionieren. Was sagst du denn? Ich mag euch nicht. Zeig mir deine Waren. Ich will den Temerian die Informationen, die ich über euch habe, umsonst verkaufen, aus Sympathie. So, zack. Genau, das haben wir alles repariert. Jetzt machen wir den hier, gucken mal, wie viel wir loswerden. Für den ganzen kleinen Plunder kriegen wir ja auch noch nicht so viel. Genau, Handwerk. Jetzt gucken wir mal. Der müsste, die Schwerter müsste drauf haben. Genau, legendäres Vipern-Silberschwert und legendäres Vipern-Stahlschwert. Sehr schön. Dann müsste er wieder ein bisschen Geld haben. Genau. Können wir eben den ganzen... Boah, das hat... Da war aber irgendwas ganz schön teuer. Seht ihr? Sehr, sehr schön. So muss das sein. So und nicht anders. Und dann... Haben wir das auch erledigt? Bis dann. Ein echter? Die sind halt, ne? Sind halt nicht so cool und haben nicht so die super Boni. Aber die sind halt Stufe 55, während die Stufe 40 sind. Und haben halt einen viel höheren Direktschaden. Ich überlege mir, was ich mit denen mache. Ich werde mir jetzt gleich auch auf jeden Fall noch die temerische DLC-Rüstung bei Bram kaufen. Ich weiß aber noch nicht. Ich denke, erstmal werde ich die hier anbehalten, solange wie es irgendwie geht. Einfach aus Fashion-Gründen. Solange ich damit klarkomme, warum was anderes anziehen. Ihr seht, wir haben das Gebiet gut abgegrast. Können also zur Klagebrücke reisen. Und mit Wesemir reden.
und vorher nochmal schön zu Bram gehen. Wir hätten ihm ruhig den Namen hinschreiben können. Grüß dich. Was hast du denn so? Lass mich. Genau, dann nehme ich nämlich hier noch die temerische Rüstung mit. Das hier brauchen wir nicht, das ist zwar alles relativ schick, aber ich habe halt viel bessere Sachen. Und dann war's das. Pass auf dich. Und wir gehen zurück zur Taverne. Pass auf, wo du hintrittst. Wir nähern uns dem Finale von Weißgarten. Wir gehören die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Ja, die quatscht mir die ganze Zeit da hinten rein. Wesen mir, wir kommen gleich. Ich gehe nochmal kurz zu der Account-Truhe, wo wir unser Zeug deponieren können. Auf die können wir nämlich nicht nur hier zugreifen, sondern dann auch überall letzten Endes. Und lege auf jeden Fall mal 10 von denen hier ab, damit ein bisschen Gewicht runter ist. Leg die Rüstung hier erstmal ab. Leg die Schwerter erstmal ab. Damit wir da nicht so viel Gewicht haben. Diese Schwerter, die ich jetzt hier noch habe, hätte ich eigentlich Bram geben können. Der hier kommt auch auf jeden Fall noch weg. Ich gehe nochmal schnell zu Bram. Darum geht's. Tag ein, Tag aus ist die Taverne leer. Kann ich mit dem noch was bequatschen? Aber ich hab doch mit dem Gewinnspiel, kann ich mit dem nochmal Gewinn spielen? Echt, das geht? Ja, aber... Ich glaube, der hat... Ich muss los. Wüsste nicht, dass der noch was hat, was wir unbedingt brauchen würden. Ist Odim eigentlich noch da? Hölle mit Schlangenaugen. Nee, der ist weg. Natürlich ist er weg. Na gut, alles klar. Dann nochmal schnell zu Bram. Noch den ganzen Rotz verkaufen, den wir so haben. Ich überspringe das jetzt, das Geblubber, das kennen wir schon. Der müsste jetzt auch gut Geld haben von der Rüstung, die wir gerade bei ihm gekauft haben. Dass wir schön noch ein bisschen, schön noch ein bisschen Platz haben. Pass auf dich. Und dann auf geht's zu Wesemir. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das. Und dann quatsche ich noch schnell mit ihm. Und dann bereiten wir uns auf den Kampf gegen den Greifer. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ja, tja, so ist das. Aber Wesemir, du bist halt dann doch nochmal ein ganzes Zäckchen älter. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ja, ganz gut. Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Tja, wie immer, wenn man meint, man könnte es besser. Naja, Kreuzdorn habe ich schon. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschont. Kann ich verstehen. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ja, kommt, legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg,
dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Und wisst ihr was, ich würde sagen, das machen wir tatsächlich noch. Bevor wir dann mit der Aufnahmesession für heute ein Ende finden. Wir laufen, wissen wir mal, entspannt hinterher. Der alte Mann scheint es relativ eilig zu haben. Wow. Der ist aber rüstig für sein Alter. Meine Fresse. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Als würde er nicht mit uns zusammen gesehen werden wollen. Legt der ein Tempo vor. Unfassbar. So lange wie der rennt, kann ich gar nicht, weil ich so viel Ausdauer gar nicht habe. Ach so, das hier ist Krähenauge. Ganz wichtig für Anfänger. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und jetzt... Achso, ich bereite mich mal kurz vor. Greifen sind Hybriden. Das heißt, ich trage mal Hybridenöl auf mein Schwert auf. Und dann sollte das passen. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Machst den Scheiß ja schon lang genug. Bereit? Ja, wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Vielleicht. Aber jetzt gibt's erstmal Arbeit, Jungs. Achtung, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Ja, jetzt bekämt ihr eure erste Armbrust. Aber ich hab ja schon eine. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Okay, wow. Er spielt Karten, während wir arbeiten. Ich hasse sowas an Spielen. Nee. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Ja, natürlich. Wenn wir dich mal kritisieren, Wesemir, dann gibt's auf einmal Wichtigeres. Ah, zum Glück bist du mir sympathisch, alter Mann. So. Vorsicht! Greifen. Wir hatten den Eintrag, glaube ich, noch nicht gelesen. Ja, halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakten mit menschlichen Siedlern wechselten sie auch zu einer sehr viel reichhaltigeren und einfacher zu jagenden Beute, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehren sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage der nördlichen Königreiche. Besonders fast sind die Unterarten Königs- und Erzgreif. Artschwäche und Samum-Kartätschenschwäche. Kartätschen habe ich zufällig, aber werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich rüste sie aber trotzdem mal aus. Ich bin mehr... So, und den werde ich jetzt markieren als Angriffsziel. Oh Mann. Die macht's mir echt nicht leicht. Die fliegt echt viel rum. Und ich kann nicht gut zielen mit der Armbrust. Weil ich nicht viel Armbrust gespielt habe. Da kommt er. Und der war noch zu hoch für das A-Zeichen. Okay. Ganz locker. Hast du schon 100-mal gemacht, Olli. Ein Schlückchen Donner. Aua. Ja, der ist echt schnell. Ziemlich mieses Scheißvieh. Und jetzt haut er auch noch ab. Okay. Lass ihn nicht entwischen. Machen wir nicht. Wir laufen ihm hinterher. Den kriegen wir. Mit den ganzen Tränken im Blut sind wir auch relativ unfuckable.
Ich lasse mich doch von diesem Greifen nicht fertig machen. Ihr könntet, ne, hier den Spuren folgen, aber ihr hört ihn halt auch. Wenn ihr in die Hexersinne geht, dann diese roten Schallwellen. Also, und dann sieht man ihn hier. Also den Blutspuren zu folgen, ist nicht zwingend erforderlich, ehrlich gesagt. So, komm her, mein Freund. Königsgreif. Komm her, na los. Wo willst du denn hin? Ha, hab ich dich erwischt. Wenn ihr mit Art aus dem Flug erwischt, dann zerlegt den halt komplett und ihr könnt den schön in Ruhe kaputt schlagen. Scheiße. Ja, sehr gut. Und der müsste auch gleich sterben, weil er vergiftet ist. Genau. Es ist ein... Habt ihr nicht gesagt, das ist ein Er? Warum sagst du dann auf sie? Achso, weil die Bestie, oder was? Ja, gut, aber... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Tja, zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Tja, Wesim ist wahrscheinlich der Einzige, der noch am berühmten Geralt von Riva herummäkelt. Alles klar, dann nehmen wir uns die Greifentrophäe mit. Schauen noch zu, wie Geralt sie dem armen Greifen vom Kopf, vom Körper abtrennt. Mit diesem Minimesser, diesem Riesengreifen, aber okay. Und dann war es das für diese Aufnahme mit diesem wunderschönen Blick auf die Landschaft. Herrlich, danke Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und ciao, tschüss. Macht's gut, ihr Lieben.